Ich kann einfach mit dem Verhandlungspartner reden und ihn einfach totreden. Sie können auch immer mit mir drohen. Sie können auch immer sagen, okay, ich kann jetzt hier verhandeln oder ich rufe Herrn Hort. Und die werden nach einer Woche werden die sagen, okay, alles gut, wir machen, was sie wollen. Herrn Bond! Herrn Bond! Zieh dir das Ding hoch, Herr Bond! Meine letzte Erinnerung, die ich habe, ist, ich habe einen Doppelkorn gerochen im Helikopter. Doppelkorn? Ein Doppelkorn, ja. Hallo YouTube, was geht? Ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video GTA RP. Heute geht's weiter, der erste Arbeitstag von Michael Hort. Wenn euch GTA RP gefällt, ich habe eine kleine Playlist erstellt mit den Folgen. Es wird immer ab und zu die nächsten Tage einfach geben. Freue mich über einen Daumen nach oben, ein Abonnement und einen Kommentar, wenn euch das Ganze gefällt. Kuss geht raus. Viel Spaß mit Tag 5 Michael Hort. Michael. Moin, moin, Meister. Michael, wie geht's? Ja, alles gut. Wie geht's dir? Ja, auch gut. Ich habe einen neuen Job gefunden. Was machst du denn jetzt? ADAC? Ja. Ey, ja, guck mal. Ich hab dir doch gesagt, aus dir wird was, Junge. Können wir uns später nochmal ganz kurz unterhalten? Also, kurz privat. Also, du bist ja wahrscheinlich auch gerade im Dienst, ne? Nein, nee, ich bin jetzt auf dem Weg zur Schicht, weißt du? Wie lange machst du deine Schicht? Ich werd heute ein bisschen büffeln, weißt du? Ich war die letzten Tage, habe ich ein Game mir geholt. Weißt du, ich saß ein bisschen zu Hause in Unterhose. Aber weißt du, die Zeiten sind vorbei. Weißt du, Chef hat angerufen. Was soll ich dir sagen? Seitdem ich da nicht mehr im Laden bin, da läuft gar nichts mehr. Da hat er natürlich erstmal gesagt, so, wir brauchen den Hort. Der muss mal hier, Fels in der Brandung, hier, da. Sonst läuft die Stadt völlig aus dem Ruder. Ja, genau. So. Joachim, wir müssen wegen letzten Mal, müssen wir halt nochmal sprechen. Ja, machen wir nach. Aber erstmal, wenn meine Schicht drin ist, deine Schicht drin ist, dann machen wir es damit, ne? Ja, klar. Wir können uns auch während der Schicht kurz treffen, vielleicht auf ein Käffchen oder so. Müssen wir genau, mal schauen, wie es klappt. Eine kleine Pause, ne? So eine kleine Stunde. Ja, genau. Genau so. Schreib mir einfach dann, wenn du fertig bist, ja? Also mach ich, Joachim. Man sieht sich. Ciao, 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 ciao. Wir haben keine Hose an. Wie, ich habe keine Hose an? Ja, da ist nichts. Ja, wie? Ich trage doch eine Hose. Und jetzt? Jetzt ist es nackig. Und jetzt? Immer noch. Und wo ist mein... Verdammte Scheiße, wo ist meine Hose, Mann? Da ist ja wieder der ohne Hose. Wie, hat der keine Hose an, oder was? Ja. Jungs, ich kann das erklären. Es tut mir leid. Wollt ihr die Geschichte hören, warum ich keine Hose an habe? Ich war da vorne beim Würfelpark. Da vorne beim Geldautomaten. Und dann bin ich gestolpert. Verdammte Scheiße. Alles in Ordnung? Es geht. Also ich bin über den Bordstein gestolpert. Und als ich über den Bordstein gestolpert bin, habe ich mich derbe eingeschissen. Verdammte Scheiße, du musst aufpassen, ey. Und deine Unterhose, was ist da los? Ja, soll ich nackt sein? Ja, ne, alles gut. Ja. Aber warum haben die Schuhe nichts abgekriegt beim Einscheißen? Das hätte auch runterlaufen müssen, haben, oder? Die haben so ein gewisses Spray drauf, weißt du, da kommt kein Dreck drauf. Ach so, verstehe. Und Deichmann? Nee, Balenciaga Schachmatt. Ey, Jungs, ganz kurz, alles gut? Macht euch keine Panik hier. Ich muss aber jetzt zum Dienst, ich muss zum PD, also ich bin Polizist. Nur, dass ihr weißt. Verdammte Scheiße, du Bulle! Ja, alles gut, Jungs, alles gut. Wenn ihr ab und zu jetzt mal hier eine Sportzigarette raucht, ist alles gut, ne? Kein Stress. Aber Finger weg jetzt vom harten Scheiß. Sonst Officer, wie ist denn Ihr Name? Herr Hort, Michael Hort. Alles klar, ich hoffe, Sie sorgen hier für Recht und Ordnung. Das werde ich tun, ich bin Freund und Helfer. Und gestern generell war hier richtig Eskalation in der Stadt, ne? Ja, kein Problem, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich wie eine autoritäre Person rüberkomme ohne Hose, aber seien Sie sicher, wenn Sie Fragen haben oder Sie brauchen halt generell vielleicht halt irgendwie einen Hinweis oder mal einen Wink, dann sagen Sie gern Bescheid. Ja, mach Mucke an, wir tanzen jetzt. Fette Party. Soll ich Sie zum PD mit meinem Kompaktwagen mitnehmen? Nein, danke, ich gehe zu Fuß. Weißt du, ich muss noch ein bisschen auslüften, bevor... Nach dem Scheißen muss ich ein bisschen auslüften. Sonst stinke ich da das ganze PD voll. Michael, bist du das? Moin, moin. Michael, hallo. Ja, moin, moin. Warum hast du keine Hose an? Ich habe mich eingeschissen. Ja, wir können es schon später machen, ne? So eine Stunde, zwei Stunden, weiß ich nicht, ja? Ja, kein Problem. Du hast ja deine Kopfhörer immer noch. Du hast deine Kopfhörer ja immer noch. Ja, natürlich habe ich meine Kopfhörer noch. Gehört das Fahrzeug dir da hinten, oder? Was? Gehört das Fahrzeug dir da hinten? Welches Fahrzeug? Ja, Audi. Ja, gehört mir. Ah, ja, war ja erst abgestellt. Kannst du mir das Fahrzeug aufmachen? Gehört dir nicht. Was? Glaub ich jetzt. Gehört dir doch nicht. Ich hab den Schlüssel, hab ich verlegt. Ei, nee, wir schleppen ab zum Ring-Attacko 1. Aber guck mal, der Kollege ist doch eingestiegen. Guck mal. Ja, weil er die Möglichkeit hat, das Auto einmal aufzumachen. Ja, kannst du mir das einmal aufmachen? Ja, aber wie es aussieht, sieht das nicht aus wie deiner. Das ist meiner. Ich bin Polizist. Würde ich dich anlügen? Komm, wir gehen einmal rüber. Ich bin Freund und Helfer. So, Hort einmal hier. Grüß dich. Schönen guten Abend. Gulasch? Hallo! Gulasch. Ist die Hupe im Fahrzeug oder in Ihrem Kopf? Der Herr, was machen Sie mit meinem Auto? Gulasch. Sind Sie sicher, dass das Ihr Auto ist? Das ist mein Auto. Schließen Sie mal ab. Ich bin zwar nicht im Dienst, aber ich bin Polizeibeamter. Okay, das ist mein Auto, das ist eben kaputt gegangen. Können Sie mal bitte Ihren Ausweis zeigen?
Also der, also dem trölt's ja richtig im Kopf. Entschuldigen Sie bitte, Herr Parkdeck. Der Herrn Gulasch vom ADAC hat gerade einen kleinen Hänger im Gehirn. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja. Okay, haben Sie für das Fahrzeug Papiere? Können Sie mir den Beweis liefern, dass das Ihr Fahrzeug ist? Ich kann Ihnen meinen Führerschein geben. Was haben Sie denn bitte eben gemacht? Ich wollte einen Mechaniker rufen. Okay, verstehe. Also, der Mechaniker ist einmal hier da. Da haben Sie wirklich einen, den, der besten erwischt, das ist der Joachim Garten. Also wirklich, ne? Der macht Ihr Fahrzeug wieder heil, der macht Ihr Fahrzeug wieder fix. Das Auto geht jetzt erstmal zum HQ. Wo geht das hin? Zum HQ. Wollen Sie mich verarschen? Das ist am Arsch der Welt. Und wer bringt mich dahin? Soll ich fliegen? Ja. Na, alles gut, Herr Parkdeck. Wir kümmern uns darum. Ich bin Ihr Freund und Helfer. Wollen Sie mit zum PD kommen? Ich begleite Sie. Ja, ich komme mit. Ja, dann kommen Sie bitte mit zum PD, Joachim. Ja. Schickst du mir dann gleich den Startort? Ich fahre den Kollegen dann einmal dahin. Oder ich kümmere mich darum, dass der einen Service kriegt dafür, ja? Ja. Gut, Joachim. So, ich muss mich erstmal um eine Hose kümmern. Jetzt nicht so viel lang schnacken. Der Abend ist kurz. Guten Tag, Herr Hort. Ich grüße Sie. Wunderschönen guten Abend. Ah, Herr Hort, ich grüße Sie. Ja, wunderschönen Hallo, guten Abend. Willkommen im Dienst. Herr Hort, ich habe mit Herrn Adams gesprochen. Ja. Bezüglich dessen, was Sie mir im Kleidungsladen berichtet hatten und mir vorgelesen haben aus Ihrem WhatsApp-Verlauf. Korrekt. Dass er mit Ihren Schuhen und Ihren Ohrschonern abgeklärt war. Herr Adams kann sich nur daran erinnern, dass Sie was von Schachschuhe erwähnt haben. Ja, das ist korrekt. Sie haben mir eine SMS geschrieben, dass die Schuhe Schachschuhe bleiben. Haben Sie mir nicht geschrieben. Also die Situation ist mir gerade, ehrlich gesagt, hier ein bisschen so im Flur jetzt ein bisschen misstrauisch. Da würde ich ganz gerne einmal bitte ganz kurz den Ort wechseln. Nur ich habe Herr Adams darauf hingewiesen, dass er doch sowas bitte einzutragen hat, weil ich habe das ja nicht gefunden, wie ich ihn ja schon übermittelt habe. Und Herr Adams sagte, ja wie, ich weiß davon gar nichts. Ja, ich verstehe. Ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich verstehe. Also die Schachschuhe bleiben Schachschuhe, das haben Sie bekommen. Beides, sowohl Kopfhörer als auch Schachschuhe, sind medizinisch. Medizinisch. Haben Sie dafür irgendeinen Attest? Ja. Können Sie mir den einmal zukommen lassen? Ja, den lasse ich Ihnen einmal zukommen. Der liegt bei mir im Zimmer, im Hotelzimmer. Den habe ich natürlich jetzt nicht mitgebracht, weil ich dachte, hier nach der Ausbildung, die ich als der beste Absolvent jemals, dass das Ding hier, sage ich mal, geritzt ist. Aber ich bringe das beim nächsten Mal, bringe ich das Attest dann einmal mit, ja, für die Ohren und einmal für die Füße. Ja, das wäre super. Also wir haben auch hier, also bei mir ist nicht nur eine orthopädische Fußeinlage, sondern wir haben hier tatsächlich einen ganzen Schuh, der extra präpariert ist für meinen Breitfuß. Aber das bräuchten wir natürlich einmal schriftlich, ja, vom Arzt, der ihn das ausgestellt hat. Ja, das ja, ist, da kümmert sich ja dann der das Herr ist der Herr Dr. Professor Gerlach am Würfelpark, zweite Etage gegenüber der Bank. Sollte ich das nicht finden, werde ich Ihnen auf jeden Fall mindestens eine E-Mail oder eine Nachricht vom Arzt zukommen lassen, dass das bestätigt ist. Ja, oder was Sie dann auch machen können, wenn Sie die Unterlagen nicht mehr finden, gehen Sie zum Krankenhaus, sprechen Sie da einmal einen Arzt an und ja, dementsprechend kann er Ihnen das ja dann auch ausstellen. Jawohl. Wie sieht es jetzt mit meinem ersten Tag aus? Ich hatte da vorne einen Kollegen draußen auf der Straße, der Herrn Parkdeck. Von dem war das Auto kaputt. Das Auto wurde jetzt zum Hauptquartier gebracht vom ADAC und der Kollege kommt da nicht mehr zum Hauptquartier hin, weil sein Auto halt abgeschleppt worden ist. Das liegt außerhalb unserer Zuständigkeit. Okay, das heißt, wir rufen den Kollegen einfach ein Taxi, ja? Wie ist der Ablauf für heute? Was haben wir Spannendes vor? Wenn Sie möchten, gehen wir zusammen mit Herrn Adams in den Streifendienst. Aber sehr gerne doch. Gut, alles klar. Wollen Sie das dann nochmal eben mit dem Herrn, wo Sie hier gerade angesprochen haben? Ja, ich werde einmal zu dem Herrn draußen gehen, dann zische ich mir noch kurz eine Cola, werde mir einen Riegel reinwerfen und dann können wir los, ne? Tatsächlich hätte ich einmal hier den Wunsch auch ich möchte vorne sitzen einmal. Ja, das ist gar kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen hatten. Ich bin ja hier ins PD ohne Hose rein. Ja, ich hatte mir verkniffen zu fragen, warum. Ja, also ich habe, meine Kaffeemaschine auf dem Hotelzimmer war kaputt und wenn ich kein Koffein habe, bin ich immer ein bisschen schusselig, dann kriege ich die Augen nicht auf und ja, da habe ich einfach meine Hose vergessen. Ach so, ich dachte schon, Kaffeemaschine war undicht und Sie haben die Hose genommen, um das Gekleckere damit aufzuwischen. Die liegt da noch. Ja. Ich habe aber noch was vergessen, Thorsten und Adams, und ich weiß nicht, ob Sie darüber so erfreut sein werden. Ich habe meine Dienstwaffen im Hotelzimmer vergessen. Ach, Sie haben die nur vergessen, ist ja kein Problem, können wir vorbeifahren, holen wir sie ab. Ja, okay, gut. Ja, Herr Parkdeck, wie soll ich Ihnen das sagen? Ne? Sie hatten ja darauf bestanden, dass wir Sie zum HQ fahren bezüglich dem ADAC. Da muss ich Ihnen leider einfach dankend absagen. Das liegt außerhalb unserer Zuständigkeit. Ah, okay. Also da müssen Sie sich einfach mal ein Taxi rufen und nicht einfach auch immer so ein bisschen dämlich die Polizei fragen. Sie haben mich nicht gefragt. Was hab ich? Jetzt kommen Sie mal bitte wieder ein bisschen runter. Rufen Sie sich bitte ein Taxi. Ne? Ich bin ja nicht Ihre Mutter. Ab, ab. Ja, sieh zu jetzt.
Merke ich mir. Ja, der Kollege hat das freundlich entgegengenommen. Der hat sich sehr gerne ein Taxi gerufen und war gar kein Problem, war gar keine Thematik. Wissen Sie, ich denke, das ist auch von mir auch einfach eine gewisse Stärke. Mensch, Kartoffelnase. Unser Auspacker ist kaputt. Das ist, ich werde hier die ganze Zeit unterbrochen, das gefällt mir nicht, da werde ich ein bisschen wuselig. Die Kollegen sind ein bisschen... Wissen Sie, ich kann gut mit Menschen. Runtergebrochen ist das, was mich von allen anderen auch ein bisschen abhebt und auszeichnet. Ich bin sehr, sehr gut im Umgang mit einem Mensch. Hort ist ab jetzt im Dienst, machen Sie sich keine Sorgen, Kollegen. So, wir können loslegen. Der Herr, der Sie gerade angesprochen hat, behauptet, Ihr Kollege zu sein. Wer denn? Der Herr draußen, der meinte, hey Michael, ich will hier rein, er ist mein Kollege. Nee, einfach mal wegsperren. Allein für die Frechheit. Direkt ein paar Sozialstunden reindrücken. Herr Bond. Ja. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Herr Toast. Herr Bond? Ich hätte nur gerne die Freigabe, den Gummistock. Sie hätten gerne eine Freigabe. Hätten Sie auch ganz gerne eine Freigabe nochmal für den Doppelkorn? Ich habe gleich die Freigabe, Ihnen ins Knie zu schießen, wenn Sie weiter solche Unterstellungen vor dem Polizeichef äußern. Wenn Sie noch einmal unflätig behaupten, ich würde Alkohol trinken, dann werde ich auf jeden Fall eine Maßregelung an Ihnen vollstrecken, die Sie nicht vergessen. Haben Sie das verstanden? Also Doppelkorn ist ja jetzt nicht unbedingt Alkohol, aber ich habe es verstanden. Herr Bond, Sie merken schon selber, wie aggressiv Sie auf das Thema Alkohol zu sprechen sind, oder? Weil Sie mir jetzt schon 30 Mal gefühlt unterstellt haben vor verschiedenen Kollegen, dass ich Alkohol trinken würde. Ja, hier musst du ein bisschen ruhig an die Sache rangehen, wie Buddha, weißt du? Bisschen hinsetzen, mal ein bisschen durchatmen. Mal 12 Stunden Dienst und lassen sich mal von irgendwelchen Vollpfosten, die angeblich alle ihre Kollegen sind, hier triggern. Verzeihen Sie mir, Herr Bond, das war nicht meine Absicht. Meine Absicht ist nur, Ihnen zu helfen. Und wir brauchen Sie nicht. Also, ja, okay, aber falls Sie mal, Sie brauchen offenes Ohr, ne? Oder vielleicht auch mal ein... Ich habe hier Freunde wie den Herrn Toos und den Herrn Stahl, die haben auch offene Ohren. Und ich habe auch ein offenes Ohr. Im Moment sieht das eher so aus, als tragen Sie Kopfhörer. Könnte ich das Pustgerät dafür verwenden, um den Herr Bond einmal zu kontrollieren auch? Beim nächsten Mal, wenn wir fliegen? Oder meinen Sie, das würde ihn zu sehr reizen? Das ist eine... Wissen Sie was? Ich frage ihn einfach mal ganz kurz. Das kann ja... Herr Hort. Ja, aber, was ist denn? Finden Sie, das ist jetzt nicht besser? Ja, nein, das ist in Ordnung. Einen Moment, ich frage ihn. Herr Hort, würden Sie das toll finden, wenn Sie in so einer Lage dann jetzt gefragt werden? Ich habe kein Problem mit Alkohol. Ich weiß nicht, wie es bei dem Herrn Bond aussieht. Herr Hort, was halten Sie denn von einem Vorschlag? Sie sehen ja gerade, Herr Bond ist relativ lange im Dienst, er ist ein bisschen gereizt und so. Was halten Sie denn davon, wenn Sie das mal machen, wenn er mal frisch in den Dienst kommt? Wenn ja, er gut gelaunt ist ja. So, und dann... Ja, dann ist er nicht so gereizt. Zu Beginn, wenn Sie Ihren Streifenwagen holen, sind Sie immer dazu verpflichtet zu schauen, dass Ihr Streifenwagen sich in einem verkehrssicheren Zustand befindet? Einmal aufs Gas drücken, bitte. Ja, gut, das passt, das machen wir. Sehr, sehr gut. Herr Hort, Sie schauen aus wie ein Praktikant. Wer war das? Wer hat das gesagt? Was sind das für Ohrendinger? Das sieht ja aus wie Schmalzifix. Wie bitte? Ja, der Kollege schreit hier über den Parkplatz rüber. Das mit dem Reifen passt. Ja, wir lassen ist ja uns unglaublich. Wir lassen so, uns dann haben volle wir Konzentration. Einmal, dann haben wir einmal die Motorhaube. Kriegen Sie die Motorhaube auf oder klemmt die? Lass uns nämlich schauen. Aha, gut. Wir gucken einmal rein. Ja, okay, Wasser reicht noch aus, Kühlmittel. Ja, also ich sehe hier, also ich bin ja Kenner, ne? Also ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich erkenne hier schon leicht, da drücken Sie auch manchmal ab und zu gut drauf, oder? Ja, bei Verfolgungsjagden muss ich das selbstverständlich. Da müssen Sie auch drauf drücken, ne? Ja, aber jedes Inspektion, alles lassen wir ja immer machen für unsere Einsatzfahrzeuge. Okay, sehr gut. Ne, das sieht tipptopp aus. Das ist sehr gut. Haben Sie Warndreieck vielleicht? Haben Sie das oder brauchen wir das gar nicht? Brauchen das nur die anderen? Darauf habe ich gewartet. Ach so, das wird hier noch ein bisschen dauern. So, kontrollieren Sie bitte einmal die Lichter. Ich will einmal den Blinker haben. Ich hätte ganz gerne einmal den Warnblinker. Ich hätte ganz gerne mal einmal die Warnweste. Ich hätte ganz gerne einmal das Warndreieck. Dann hätte ich den Führerschein ganz gerne, die Personalien und einen Kussi. Sie sollen jetzt fast auf Verkehrssüchtigkeit prüfen, nicht ob ich einen Führerschein habe. Aber wenn Sie möchten, können wir das gerne machen. Wo ist das Ersatz? Das sind schon die neueren Fahrzeuge, die haben ja keine Ersatzräder mehr. Doch, wir brauchen immer ein Ersatzrad, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Herr Hort, nein. Sind Sie sicher, müssen Sie nochmal ins Regelwerk reinschauen eigentlich? Nein. Das ist ja schon einer der neueren Fahrzeuge. Da gibt es so ein komisches Kit, was man da in den Reifen sprüht, um den Platten. Fragen Sie mich nicht, was die Fahrzeughersteller sich dabei gedacht haben. Ich halte auch immer was von einem Reserverad, aber die haben da so ein komisches Auffüllkit und... Okay,
okay, verstehe. Ja. Wie sieht's aus mit dem Erste-Hilfe-Kasten? Schauen Sie doch einmal bitte in den Kofferraum rein. Wie geht der auf, der klemmt? Ja, normalerweise haben die so schon Elektronik einmal mit dem Fuß da drunter und dann geht das mit dem Kabel. Können Sie mal da drüben ruhig sein oder wollen Sie erst ein Autogramm haben, damit Sie ruhig sind? Was ist denn los? Sonst geht's mal ganz schnell in die Zelle, Abfahrt. Was ist denn mit dir jetzt? Ja, was ist denn los da jetzt? Ja, was ist an? Ja, dann komm jetzt her. Ja, was denken Sie? Ja, was? Was denken Sie denn, wer hier den Kürzeren zieht? Du bei der Polizei oder du hier? Du schaust aus wie der Bäcker von den Polizisten. Du schreist ja die ganze Zeit rüber über den Zaun. Das geht auch nicht. Ja, war. Und klar geht es. Nee, geht nicht. Nur freilich geht es. Wir sind hier bei der Polizei. Wir sind hier nicht auf dem Kindergarten, auf dem Ponyhof. Ja, wenn ich mir die so anschaue, schaust du aber aus wie einer von der Kinder. Kann es sein, dass du schlechte Laune hast, weil deine Schuhe so rot sind? Oder woran liegt das? Alter. Du schaust aus wie die Pumuckl. Was kriegst du jetzt über rot? Leute. Der Pumuckl ist wieder da, oder? Also, ich sag's mal ganz kurz, das grenzt hier ein bisschen an Beamtenbeleidigung. Ich sag's so, wie es ist. Ich nehme das zurück mit dem Pumuckl. Mir ist aufgefallen, du hast Asoma gesprochen, du bist der Sams. Guck mal, ich sag's dir so, wie es ist. Ich nehme das nicht zurück mit den Schuhen. Guck mal, wenn ich mir dein Gesicht anschaue, dann siehst du nicht, wie die intelligenteste Kerze auf der Torte aus. Du bist gar keine Torte, du frisst die Torte nicht. Gell mal, wenn ich mir deinen Bauch anschaue. Sie können sich gleich umdrehen und dann gibt's ein paar Sozialstunden. Können Sie sich aussuchen. Wollen Sie Sozialstunden oder wollen Sie keine? Ich habe eine Anzeige von mir. Ich habe gar keine Anzeige. Gut, dann gibt's noch eine. Können Sie absetzen? Keine Anzeige. Doch, klar haben Sie eine Anzeige. Wenn der Kollege das sagt, dann haben Sie eine. Das war nicht der Kollege, das war irgendein Passant da draußen. Ich habe ihn angezeigt drin. Aber cool. Kollegen, dann bitte einmal abführen. Ne? Das reicht mir mit dem heute. Und ich sag dir ehrlich, ich sag dir so, wie es ist, ich hab dich auf dem Kicker. Du hast mich auf dem Kicker. Ich hab dich auf dem Kicker. Was du auf dem Kicker hast, ist eine ganz große Fleischwurst. Und das war's. Also ich fand das, was der Herr zu Ihnen gesagt hat, schon beleidigend. Ja, deswegen. Anzeige, ich sitze hier am längeren Hebel. Ich lasse das nicht mit mir machen. Wissen Sie was, Herr Hort? Man begegnet sich immer zweimal im Leben. So sieht's aus. Dann machen wir volles Programm mit dem. Jetzt verstehen wir uns. So machen wir das. Aber wir waren stehen geblieben bei den heiligen drei Gegenständen. Ja, ganz genau. Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten. Warndreieck, Weste, Erste-Hilfe-Kasten. Und was fehlt noch? Lichter. Nee, ein Doppelkorn. Das haben Sie jetzt gesagt. Auch mit dem Herrn Bond oder ohne? Wissen Sie was? Außerhalb des Dienstes treffen wir uns mal mit dem Herrn Bond und dann gehen wir mal zusammen feiern. Davon rede ich doch. Wie gesagt, ich habe keine Waffen dabei, aber ich bin auch eine menschliche Waffe, ne? Ich kann extrem schnell schnell Meter zurücklegen. Ich bin ein Sprinter. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin wie ein Terrier, ich beiß mich fest. Wenn Sie sagen, da vorne 60 Herr Hort, Meter Herr Hort, ist das... ganz kurz. Ja? Ich muss kurz den Punkt mithören, ja? Tut mir leid. Okay. Ich habe auch einen Schlagstock immer dabei, ne? Also quasi zwei. Einen richtigen und einen zwischen den Beinen. Oh Gottes Willen. Was gibt es denn für ein Problem? Ich bin nur ganz normal gefahren. Ganz normal, dass, ne? Also vielleicht in der Lotterie irgendwie gewonnen, die Führerschein. So fährt man nicht normal. Bin ich zu schnell gefahren oder wie? Ja, auf jeden Fall nicht zu langsam. Gefahren. Sie sind zu schnell gefahren, sie sind im Gegenverkehr gefahren. Und sie tragen einen Anglerhut und eine Sonnenbrille mitten in der Nacht. Also sie tragen Kopfhörer, also jetzt müssen wir nicht sagen, ja. Das hat seine Gründe, guter Herr. Das ist medizinisch! Sind Sie aufgrund Ihrer Fahrweise überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis? Da muss ich einmal nachschauen. Also ich habe zwei Whisky dabei, wenn Sie was haben wollen. Können Sie uns jetzt hier bestechen? Bitte mal bitte. Sie bieten uns gerade Alkohol an? In der Fahrzeugkontrolle? Guter Herr, ich hätte gerne einmal von Ihnen Ihren Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein. So, und direkt mal einen Drogentest für dich vorschlagen, Kollegen. Ja? Alkoholtest machen wir auch. Gut. Es tut mir leid, ich besitze keinen Führerschein. Sie besitzen keinen Führerschein. Kein Führerschein, das ist das eine. Ich habe jetzt hier einmal das Pustgerät für den Alkoholtest. Das ist jetzt nicht nötig. Eigentlich. Doch, das ist jetzt sehr nötig. Bitte einmal dranhalten, pusten. Also Sie kriegen einmal das neue Mundstück. Nehmen Sie das einmal bitte raus. Hygienische Maßnahme. Richtig, sehr gut. Jetzt einmal ranhalten und pusten, bis es piept. Weiter. Nein, nicht absetzen. Nicht so. So läuft das nicht. Sie müssen gleichmäßig pusten und nicht aufhören. Nicht so stark, bis es piept. Okay, ungefähr so. Da höre ich ja nichts mehr. Jetzt sind Sie dran. Weiter. Noch ein bisschen. Wir haben schon wieder abgesetzt. Ja, So läuft es nicht. So kriegen wir das hier nicht hin. So viel Luft habe ich gar nicht. Da müssen wir Ihnen das Blut abnehmen. Haben Sie Lust auf eine Spritze oder wollen wir jetzt hier weitermachen? Nee. Weil wenn wir das Blut abnehmen, dann finden wir alles. Gucken Sie den mal an. Um Gottes Willen, ich gehe mal gucken. Oi, was ist denn hier wieder los? So, jetzt letzter Versuch fürs Pusten, sonst Blutabnahme. Okay, 1,337 Promille. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. 1,337 Promille. Das kann nicht stimmen, das kann nicht also stimmen. Also es ist, also ich würde sagen, wirklich, es ist... Ich wurde gerade schon von einem Kollegen abgeholt. Das ist grenzwertig. Das ist grenzwertig. Ja. 1,337, das ist... Also liegt 1, ein Fehler 1,3... Minus Toleranz, würde ich sagen, 1,1 ungefähr. Genau, ja, richtig. Da ist ein Fehler, eindeutig. Nee. Nein, das kann nicht sein. Nein, so, nein. Und ganz gerne auch, nehmen Sie bitte einmal bitte die, die Sonnenbrille ab. Kollege, haben Sie eine Taschenlampe dabei? Ja, geben Sie mir bitte einmal die Taschenlampe rüber, den Kolben. Einmal bitte Augen auf. Jetzt tun Sie mir bitte einen Gefallen. Kommen Sie mal bitte mit. Sehen Sie hier den Bordstein? Ja. Gehen Sie bitte den Bordstein ein bisschen auf und ab und kommen Sie bitte wieder zurück. Ich will kontrollieren, wie Sie gehen. Du hast ja völlig einen an der Schussel, oder? Wer geht denn so über den Bordstein? Ich meine, hier lang. Du sollst ach hier... So. Also, ach so, jetzt verstehe ich. Ja, du verstehst das jetzt, ne? Ah ja. Da haben ja, wir wieder den Beweis für 1,3 Promille. Nein. So, nein. Gut, kannst zurückkommen. Einmal zurück. Wollen Sie wirklich keinen Whisky? Sagen Sie mir es. Noch nicht. Wir haben zu schnell gefahren. Ach so. Kein Führerschein. Allein vom Aussehen hier und der Optik denke ich, da ist noch was anderes im Spiel. Eventuell Drogen. Bin mir aber nicht sicher, ist nur eine Vermutung. Ja. Ich habe noch Frau und Kind, bitte machen Sie sowas nicht. Okay, jetzt wird die Frau und Kind, aber kein Führerschein. Genau. Frau und Kind, kein Führerschein, Alkohol. Da freut sich Frau und Kind. Da freuen die sich, richtig. Da würde ich sagen, die Strafe muss noch schlimmer sein, weil er Frau und Kind hat. So, da gibt es kein Mitleid bei mir. So, Herr Sanchez, oder wie war der Name? Rick Sanchez. Was machen Sie denn da? Lassen Entschuldigen Sie mal bitte. Das läuft hier auf folgender Ebene hinaus. Sie sind zu schnell gefahren. Ja. Sie haben keinen Führerschein. Ja. Sie sind alkoholisiert zurzeit in diesem Moment. Dazu ich bin nicht sagen alkoholisiert, noch, also ich verstehe das wirklich immer Sie noch haben 1,337 Promille und Sie müssen auch keine Widerworte geben. Sie werden einen Bluttest durchführen. Wir werden Sie ins Krankenhaus mitnehmen. Dann werden wir Ihr Blut untersuchen. Das ist meine Schwäche. Und wir werden nachgucken, ob Sie Drogen haben. Lassen Sie mich ausreden. Sie haben eben behauptet, Sie haben Frau und Kinder. Wenn Ihnen das wichtig ist, ja, dann sollten Sie sich auch ändern. Dann sollten Sie sich dementsprechend im Straßenverkehr auch benehmen können und vor allem Führerschein machen, nicht mehr trinken und keine Drogen nehmen. Haben Sie Drogen genommen, Herr Sanchez? Nein, auf keinen Fall. Sind Sie sich sicher, Herr Sanchez? Ja. Ich frage Sie nochmal, haben Sie Drogen genommen? Jetzt die Chance, die Wahrheit zu sagen, wenn wir die Wahrheit herausfinden, wird das Strafmaß nochmal erheblich höher ausfallen. Ich habe nicht mal Drogen dabei, also das stimmt nicht. Entweder kommen Sie freiwillig mit oder wir werden Ihnen Handschellen anlegen und Sie dazu ziehen. Ich hab ja keine andere Möglichkeit, ne? Ich muss ja so oder so mitkommen, also deswegen... Apropos, das Fahrzeug, was Sie gefahren haben, gehört das Ihnen? Nee, tatsächlich nicht. Auch nicht? Wem gehört das Fahrzeug? Wenn ich jetzt also Herr Sanchez, jetzt langt's aber auch mal, oder? Das ist nicht Ihr Fahrzeug, Sie haben keinen Führerschein, Sie sind alkoholisiert, wahrscheinlich sind Drogen im Spiel, Sie tragen einen extrem hässlichen Anglerhut. Mann, wie lange soll die Liste noch werden? Zu weit mit dem Anglerhut. Nein. Also langsam kann ich nicht mehr ruhig sein hier. Sag mal, Trellatz, Sie haben Frau und Kinder. Sehen Sie aus? Nein, jetzt werden Sie noch beleidigend. Sie haben Frau und Kinder. Sie haben eine gewisse Verantwortung. Verstehen Sie das? Und hören Sie auf, frech zu... Um Gottes Willen. Ja. Also, geht's Ihnen gut? Normalerweise würde ich sowas Karma nennen, ne? Aber es ist halt... Das tut mir auch leid, Herr Sanchez. Das tut mir auch leid. Einmal kurz den... was soll ich sagen? Die Insel ist so auch ein bisschen hier... Ich bin der Fels in der Brandung, ne? Wir müssen einmal einen Sanitäter rufen, ne? Einmal einen Medic. Wahnsinn, wirklich. Ja, wem gehört denn hier bitte der Abschlepper? Wer hat denn hier die Handbremse nicht gezogen? Jetzt werde ich hier aber wuselig am ersten Tag. Kollege. Ja, bitte. Haben Sie von Ihrem LKW die Handbremse nicht angezogen? Doch. Ja, wie doch? Der LKW hat gerade den Herr Sanchez überrollt. Das kann nicht sein, ich habe die Handbremse angezogen. Und wenn Ihr Kollege mit der Plattform spielt, dann kann ich ja nichts dafür. Der gute Mann hier hat gerade mein Auto repariert. Lassen Sie ihn mal in Ruhe. Die Handbremse ist an. Das kann ich Ihnen versichern. Der LKW ist mit voller Wucht. Die Handbremse ist automatisch angezogen, wenn ich den Schlüssel rausziehe. Ich weiß nicht, ob Sie es vorhin bemerkt haben, aber es ist ein Auto dagegen gefahren und der hat wahrscheinlich meinen LKW angeschoben. Der ist nämlich auch gegen das Fahrzeug hier und gegen den Guardian da oben. Ich werde das kontrollieren. Ach mein Gott, wirklich. Also der erste Tag bei der Polizei. Und man hat direkt wieder so einen Stress. Können Sie nochmal die Schuhe von weißt du, das ist, ich kann, da, also wirklich. So, Herr Hort, wir können weiter. Herr Hort, Ihr Kopfhörer ist immer noch hässlich. Wie bitte? Seien Sie ruhig da hinten. So, Herr Hort, kommen Sie mit, wir fahren direkt weiter. Herr Toast, wir haben auch im Juwelier eine bestätigte Geiselnahme.